Hallo Leute, willkommen in der Rockhard Weihnachtsbäckerei. Ihr kennt das Spiel schon. Die Januarausgabe ist traditionell oder zumindest seit den letzten Jahren immer einem Jahresrückblick gewidmet. Wir stellen da die unserer Meinung nach besten Bands des aktuellen Jahres vor. Noch haben wir ja 2014. Es gibt Storys zu den einzelnen beteiligten Bands und natürlich auch die CD, also den passenden Soundtrack dazu. Teilnehmer diesmal Opeth, Gamma Ray, Dread Sovereign, Behemoth? Ja. Space Chaser, Blues Pills, Dead Congregation, Shamash, Machine Head, Opeth, Bloodbath und Accept. Da sollte für jeden was dabei sein. Ja, das ist wie gesagt unsere Titelstory. Damit startet die Ausgabe, die Januar-Ausgabe 2015. Danach eine AC/DC-Story haben wir von unseren Kollegen aus Frankreich bekommen. Der Phil, der, von dem ich euch letztes Mal dieses dicke Buch bei mir gezeigt habe, nicht die Bibel, seine AC/DC, seine AC/DC-Tour, wie nennt man das? Tour-Diskografie? Nee, das gibt's nicht. Er hat Tours de France, er hat halt jede Show, die die Band je gespielt hat, in Frankreich in diesem Wälzer gelistet und da ein paar Worte zu verloren haben wir auch diesmal im Heft. Guckt's euch an. So, weiter geht's mit einem recht exklusiven Ulva-Interview, was der Herr Schiffmann geführt hat. Sehr interessant, die Geschichte. Dann Bloodbath, ein Tour-Tagebuch Overkill. Wir haben noch ein weiteres im Heft, Saxon und Skid Row, oder? War Herr Jens Peters mit auf Tour? Ein Wahnsinn. So, hier. Ah ja, der Redaktionspoll. Unsere ganz persönliche Jahresbilanz auf 4 Seiten. Und es ist ein Traum. Darf ich die Geschichte erzählen, bevor das Heft geht? Darf ich, Ronny? Mhm. Ronny ist auf jeden Fall diesmal bei mir Gesicht des Jahres, weil ich gerne seinen dämlichen Gesichtsausdruck festgehalten hätte, als er versucht hat, diese kleine ehemalige The O's und jetzige Beastmilk-Gitarristin Linnea anzusprechen. Ich glaube, er wollte ja eigentlich nur sagen, dass er die Band ziemlich geil findet, aber sie wollte sich nicht mit ihm unterhalten. Er hat nämlich ein Orchid-T-Shirt angehabt. Und Orchid findet Linnea total kacke. Sie ist ja, wie mal einer unserer Leser schrieb, true von hier bis nach Bagdad. Ist sie anscheinend wirklich. Also Linnea findet Orchid kacke, deswegen auch Ronny. Und der hat den ganzen Abend bedröppelt vor sich hingebrummt. Okay, wollen wir uns nicht länger drüber erregen. Erregen sowieso nicht, ist ja witzig. So, dann die Weihnachtsverlosung. Sehr, sehr gut. Also da haben gefühlt 20, 30 Leser die Möglichkeit, Gitarren, Bässe und auch Verstärker abzustauben, um ihre eigene Band zu gründen. Dann ein Bericht von der Kiss Cruise mit diversen coolen Fotos. Hat der Jedeke gemacht. Man nennt ihn ja mittlerweile auch den fünften Kiss. Ja, er hängt da nur drin. Oh, Chapel of Disease. Vielleicht ein bisschen überraschend, aber in dieser Ausgabe Platte des Monats geworden. Hier eine Story von Sebastian Schilling, coole Band, wer sie noch nicht kannte bisher, auschecken. Wirklich gut im Death Metal Bereich. Dann ein Interview mit Jimmy Page, der ja seit gefühlten 20 Monaten irgendwelche Led Zeppelin-Alben remastert und in neue Boxsets stopft und dafür sorgt, dass der Weihnachtsmann einiges zu tragen und wir einiges zu bezahlen haben. Dann ein Interview mit Herrn Hübner. Hübner, wie er sich immer am Telefon meldet. Holger, unser Holger hat mit dem Holger gesprochen über die bewegte Geschichte des Wacken-Festivals. Die ist ja in der Vergangenheit auch nicht immer so ganz konfliktfrei verlaufen. Lest euch durch, ich finde es ziemlich cool und sind auch einige Sachen drin, die man bisher wirklich noch nicht so wusste. Ist gut und zeigt von Herrn Hübner mal eine andere Seite. So, weiter geht's mit einem 16-seitigen Tonzone-Special. Da haben wir einen Roadie interviewt, der für die Großen der Szene arbeitet, unter anderem für Kiss, für Dream Theater, für Mick Jagger und natürlich auch für Motorhead. Wir haben ein Produzenten-Interview mit Steve Wilson geführt, ein dreiseitiges. Der Drummer von Heaven Shall Burn
Christian Bass stellt sein Tour-Equipment vor. Und wir haben auch noch ein Interview mit dem Bluespilz-Gitarristen. Dorian, ne? Dorian? Dorian, wie heißt er? Dorian, gut. So, weiter im Text. Die Katakomben des Herrn Kaiser. Der hat sich diesmal übrigens gefreut, dass er ein Rainbow-Vinyl-Boxset abstauben konnte, wo tatsächlich alle 8 Platten reingepasst haben. Nicht so wie bei seinem Iron Maiden-Fiasko, da war er völlig hinüber. Dann wird's punkig. CJ Ramone, ein sehr gutes Interview, was Jan geführt hat. Und dann ein Exploited Seziertisch. Ja, gutes Gerumpel und von Jan sehr profund vorgestellt. So, Krach von der Basis. Und dann kommen wir auch schon zum Soundcheck, der in diesem Monat wie gewohnt auch ein bisschen dünner zum Jahresende ausgefallen ist. Wie gesagt, Chapel of Disease haben den Soundcheck gewonnen vor Alpha Tiger und Revel in Flesh. Wir haben uns natürlich auch mit dem neuen AC/DC-Album beschäftigt, allerdings nur mit einem Einzelreview, weil das erst kurz vor Redaktionsschluss reinkam. Und dann würde ich sagen, oh, eins habe ich noch vergessen. Oh, 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 oh. Auf dieser CD, der Bluespilz-Song, der ist exklusiv, weltexklusiv. Und zwar ist der vom Rockhard Festival mitgeschnitten, eine Live-Version von Ronny. Sag was, du weißt es auch nicht. Oh, jetzt habe ich es abgerissen, kaputt gemacht. Ain't No Change in der Live-Version, überlang mit diversen Jams, die es so nicht gibt. Und klingt gut, ist super, ist exklusiv. Und eins noch zum Abschluss, Festival. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. 8 neue Bands haben wir bekannt zu geben. Die meisten wissen es vielleicht von euch schon. Wer es noch nicht weiß, es handelt sich dabei um Creator, Sanctuary, um Michael Schenker, Pentagram, Refugee, das sind die ehemaligen Rage, dann While Heaven Wept, die Spiders und Architects of Chaos. Das ist eine Band, die bei uns schon Demo des Monats geworden ist und bei denen mittlerweile Paul Di'Anno am Mikro singt, der alte Maiden-Kempe. So, ja, ich würde sagen, allen frohe Weihnacht und ich denke, wir sehen uns nächstes Jahr. Guten Rutsch und ja, 148 Seiten, 12 Songs, das Beste von 2014. Viel Spaß damit. Ciao.